Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von A Plague Tale. Und wir müssen da in diesen Turm hier rein. Und das möglichst schnell. Ohne dass uns hier jemand sieht. Oder auch hört. Und dann ab zum Hafen irgendwie. Damit wir hier endlich weggehen können. Beziehungsweise zuerst wollen wir ja einen ehemaligen Kompagnon ja retten. Wo ich noch nicht so weiß, ob das eine sehr gute Idee ist. Ja. Wo ist Anno? Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wie komme ich denn hier runter? Töte ich sie alle. Das musst du. Beruhig dich. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Ah, vielleicht hier durch das Fenster. Oh, und da hat es natürlich wieder Gutes für mich. Kein Werkzeug. Konnte ich verwerten. Och Mensch. Kann das halt nicht nutzen. Ich brauche ein Werkzeug. Kann ich gerade wieder weitergehen? Komm, hoch mit dir. Ja. Oh, was haben wir hier? Stücke. Bringt mir halt auch nichts. Vorsicht, es geht runter. Gut, gut. Das war jetzt der Point of No Return. Ich könnte da rein. Und wir haben eine Kiste. Sehr gut. Die uns nichts bringt und das mit dem Fenster war total überflüssig. Seht ihr, Leute? Das Schwein grunzt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Ja, wenn du wüsstest, was wir schon so alles erlebt haben. Und hepp. Kletter hoch. Aha. Da gibt's wieder Goodies. Ah, ich brauch da noch mal ein Foto. Tut mir leid, liebe Leute. Hey, und da ist ja das Schiff. Eigentlich könnte man hier total die Spionage machen. Okay, weiter geht's. Ich... Ja, wie findest du dein Halsband, Anno? Ist das der Wall? Sieht leise. Sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was. Mach ich. Wir bringen dich hier weg! Ha! Was? Da, die Schänderin! Sie hat den Sohn! Nehmt ihr den Sohn weg! Nein! Bleib bei Scheiße. Mir! Vertrau ihr, Hugo! Das ist nicht nur für uns! Der Sohn gehört Er ist unsere Zukunft! Du bist der Fluch, diese Hände! Ich habe noch Extinguis! Ja. Ich helfe euch! Ja! Fuck! Wir müssen Teer werfen. Und anzünden. Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte. Genau wie ihr. Fuck, was mache ich denn gegen ihn jetzt? Da. Gehört dir. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Da. Scheiße.
Was mache ich jetzt gegen dich? Verdammt! Okay, schnell weg hier. Ich weiß gerade nicht, was ich gegen ihn machen soll. Oh, ihr könnt jetzt mal hierher kommen. Und dann springe ich euch in die Luft. Habe ich jetzt beide erwischt? Scheiße, er reagiert nicht drauf. Scheiße, das hat bei ihm jetzt nicht gewirkt. Scheiße, 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 scheiße. Fuck. Nein, scheiße, 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 scheiße. Komm her. Ich weiß, da rechts, da steht noch einer. Was? Nein! Ich kann nichts mehr herstellen! Fuck! Ah, so ein Scheiß! Ich mach Materialien! Ah. Wo ist der andere? Was mache ich gegen dich? Ich bin nervös. Fuck, und da oben auch noch. Ach, so ein Kack. Komm her. Und jetzt brauche ich nochmal Feuer. Bitte schön. Volltreffer. Da kommen noch mehr. Okay, war's das jetzt bei ihm? Scheiße, Mann. Ich brauche noch einmal Feuer. Ah, scheiße, ich kann kein Feuer mehr herstellen. Okay, schnell weg. Fuck. Geh weg. Hab ich noch Teer. Das hier kann aber kein Feuer mehr machen. Allerhöchstens Armbrust. Echt jetzt noch mehr? Vor allem Pfeile. Sehr schön, mach Hackfleisch aus dem Typen.
Ich brauch Pfeile. Dann bring ich dich um. Nein! Die kriegen dich nicht, Hugo. Versprochen. Nein! Ich war so weit. Nein! Oh, den ganzen Abschied jetzt nochmal neu. Oh, nö. Ja, kommt her. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Ja! Sie kriegen Verstärkung. Ja. Ja. Und da oben war doch auch noch einer. Ich brauche Pfeile. Scheiße, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Scheiße, ich hab keinen Kehr mehr. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Fuck. Scheiße, und jetzt irgendwie Teer. Aber ich kann es halt nicht anzünden. Mann, so eine Scheiße. Was soll ich gegen die machen? Ach. Was mache ich gegen dich? Ah, fuck, ich bin im Stress. Geh schnell. Nein, 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 nein. Ja, das hat's alle gebracht. Mann. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Einen Pfeil habe ich auch keinen. Naja, okay. Da habe ich noch einen Pfeil. Was mache ich jetzt gegen die zwei Ritter? Oh, ich kann noch einmal so Flammen machen. Nein. Oh. Hab's wieder nicht geschafft. Scheiße, was mache ich denn nur? Ja, kommt her mal. Du schaffst es. Ja! Sie kriegen Verstärkung. Ich kann halt gerade so ein Feuerding machen. Mann. Nochmal so ein Feuerding machen. Schnell. Geht's hier durch? Geht's hier durch? Geht's hier durch? Wow, das hat sie jetzt überhaupt nicht interessiert. Na los! Mach die Handlanger fertig! Was mache ich hier denn gerade? Was? Gute Frage! Was mache ich gegen dich? Okay.
fuck, was mache ich gegen dich? Fuck, 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 fuck. Okay, er ist schon mal tot. Ah, jetzt haben wir da zwei Arschlöcher. Was habe ich noch? Wir könnten noch einmal Teer machen. Aber das bringt mir halt irgendwie gar nichts. Ich könnte höchstens noch mal schießen. Sehr schön, mach Hackfleisch aus dem Typen. Jetzt gegen den einen Kandidaten da. Wir könnten das hier noch kaputt machen. Dann muss er hier vorbeilaufen. Scheiße, das bringt mir nichts bei ihm. Und jetzt nochmal anzünden. Ja, mach ich. Ach, ja, stimmt. Alter, es war bedacht. Da kommt die schwere Truppe. Ist das jetzt dein Ernst? Oh nein. Ugo, bleib hier. Niemals. Wie soll man das jetzt? Warum bin ich jetzt schon wieder draußen? Falsch. Oh. Ja. Oh, wir müssen zu ihnen. Es ist vorbei. Geschafft, Hugo. Ja. Atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Können wir dann endlich weg? Oh, du hast aber auch keinen Sommerurlaub gehabt. Na gut, also dann. Komm mit. Hugo meinte, es wäre seiner. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen.
Ah, Gott sei Dank ist das nicht das Ende, was sonst hätte ich gesagt. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Okay, was kann man jetzt hier alles machen? Die Raskas hat uns gerettet. Ja, Gott sei Dank ist sie nicht zerstört worden. Ah, sieht schon geil aus. Oh, mit allen erstmal reden. Soll ich weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Warum nicht? Sieht doch eigentlich ganz schön aus. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Ja. Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Okay, dann rennen wir mal mit dem Kleinen. Besser, ja. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Okay. Da gibt's auch noch was zu machen. Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Bad, Ruhe und Urlaub. Nach der ganzen Geschichte, was hier so passiert ist. Was ist bei dir so? Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Amicia, guck mal. Was denn? Siehst du das Land, was ich schon die ganze Zeit sehe? Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Ganz schlechtes Omen. Ach, der Graf! Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist.
Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Was genau ist jetzt unser Plan? Dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amicia, Jo, zu mir. Und die anderen? Die kommen klar. Okay, wird es jetzt eine Seeschlacht hier? Ach, na los, schneller! Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anno. Tun wir nicht. Nicht genügen, sie kommen! Werft Ladung über Bord! Hilf mir hier, Amicia! Komme! Wie denn? Ah, da. Bogenschützen! Alle Köpfe raus! Fuck! Ich übernehme die Facht, los! Was? Welche Schleuder? Ich komme! Halt, komm, lass mich da rauf! Holy shit! Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Fuck, 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 fuck. Ihr alle, die wollen uns rammen. Nein, nein, nein. Scheiße. Amicia, nein. Oh nein. Amicia, Amicia, was ist los? Oh nein, sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia. Alter, dieser Graf. Ich erwürge ihn eigenhändig. Lukas, Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen. Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Schiffwärter! Für den Graf der Provence! Komm her, Victor! Ein Feigling! Du Wo ist dein Kumpel jetzt? Okay, wir machen das mit Pfeilen. Ich überlasse dir die Bogenschützen. Ich mach das. Deine letzte Chance zu verschwinden, Graf. Na los, kommt. Ich tanze auf eure Leichen. Zug des Bodens zerstört, Anno. Scheiße, wie viel kommt jetzt da noch? Fuck, wir haben da zwei. Nein, wir schaffen das. Fuck, 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 fuck. Kommt nur, ich bin im Bestform. Ihr sterbt wie die Fliegen. Scheiße. Scheiße, was soll ich denn da jetzt dagegen machen? Ah, Mann. Ich brauche Feuer. Fuck, 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 fuck. Oh, Miese ist gestorben. Ja, geil. Geil, geil, geil. Probieren wir es nochmal. Okay. Und wieder wechseln auf Stein. Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Spar dir deinen Atem, alter Mann. Okay, nochmal Stein da oben. Okay, wir sind erstmal safe. Nochmal Teer werfen. Halt. Und wir brauchen nochmal Stein. Für da rechts.
Und einmal Feuer dahin. Und nochmal Steine. Na, wir brauchen Kehr. Nein, wir schaffen das. Nur, ich bin die Bestform. Ihr sterbt wie die Fliegen. Ihr dient den Sohn nicht. Er dient einem höheren Zweck. Okay, mit Stein wieder. Alter, wie viel denn noch hier? So, war's das jetzt? Was haben wir hier? Komm, lass mich da mal hingehen. Warum kann ich da nicht rüber? Hä? Irgendwas übersehe ich hier. Komm, lass mich doch jetzt doch mal hier rüber gehen. Naja, auch das geht. Ah, ich glaube, ich muss zu ihm. Komm mal her. Nö, oder auch nicht. Hä? Hallo? Ich bin gerade überfragt. Hier komme ich auch nicht weiter? Und jetzt ne... unsichtbare Wand. Ich komme hier nicht weiter. Oder muss ich die Dinger hier wegnehmen? Kann ich da etwas anvisieren? Nee. Möchtest du vielleicht nach vorne gehen? Was sind denn jetzt meine Ziele? Und er reagiert auch nicht. Okay. Ja, jetzt stehe ich tatsächlich an. Verwerten, verwerten. Zum Anvisieren hier. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist hier ein Bug. Weil ich jetzt einfach nichts mehr machen kann. Okay. An der Stelle werde ich mal ganz kurz nachsehen im Interweb, was hier eigentlich hätte passieren sollen, oder ob ich einfach zu doof bin. Wir sehen uns gleich wieder. Kleiner Schnitt für euch. Und da bin ich wieder. Ich habe den Abschnitt jetzt nochmal neu gestartet, beziehungsweise ich habe das ganze Spiel nochmal durchgestartet und habe jetzt den Abschnitt da mit der Verteidigung gemacht. Und jetzt hat auch eine Cutscene angefangen. Und da gehen wir jetzt gerade wieder rein. Schauen, was passiert. Fuck. Amicia! Amicia! Sie kann das überleben. Hugo, komm mit mir! Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde.
Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie! Er ist total durchgeknallt. Wow. Geil. Okay, ich glaube, das Ende kommt vielleicht doch nicht so bald. Neues Kapitel, Sterben der Sonne. Ah, verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Für die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Oh, verflucht! Ja. Ja, super. Und wir finden sie. Wird bald besser. Der Graf. Hat er was gesagt? Du hast sein Herz gebrochen. Nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Ja, gut. Jetzt müssen wir sie halt erstmal wieder finden. Und so wie wir das Glück haben, werden sie vermutlich da in der Stadt sein. Es wird einfach nicht besser. Okay. Entschuldigung. Ich würde sagen, an der Stelle werden wir die Episode erstmal beenden. Wir sind mal wieder über der Zeit. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist einfach bildhübsch hier, aber die Umstände sind es leider nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.